Holy shit! Das riecht irgendwie merkwürdig. Oder bin ich das? Im Dunkeln lässt sich gut munkeln. Lexi. Hey, ihr Hasselblatt nur mit russisch Zupfkuchen verbindenden Mondlandungsverweigerer. Warte, Hasselblatt? Das sind das nicht die, die so teure Kameras machen, dass sie sich nicht mal... Fotografen bei Germany's Next Topmodel leisten können? Ja, bis auf MKBHD gibt es, glaube ich, niemanden, der einfach so eine Kamera vom schwedischen Traditionshersteller bei sich herumstehen hat. Und dabei ist mindestens die Verarbeitungsqualität bei Hasselblad genau das Gegenteil von dem, was ihr sonst für eigentlich viel zu viel Geld bei Mediamarkt und Co. kauft. Naja, und jetzt soll das Ding in einem Smartphone sein? Holy shit! Das heißt, Smartphones kosten auch bald ohne draufgeballerte Swarovski-Steine mindestens 5000 Euro. Zumindest wirft OnePlus zwei neue Smartphones in die Regale, die auf irgendeine Art und Weise eine Hasselblad-Kamera innehaben sollen. Da bin ich mal gespannt. Das war rückblickend bei DJI ja auch nur so semi-interessant. Also ich habe nun beide neuen OnePlus 9 Modelle... Oh Gott, oh nein. Ich habe nur die beiden neuen OnePlus Modelle hier, das OnePlus 9 für 6,99 Euro und das 9 Pro für 8,99 Euro. Und wir werden gemeinsam mal schauen, was an dieser Hasselblad-Sache so dran sein mag und ob es nicht vielleicht doch nur wie bei all den anderen Herstellern auch ein Aufkleber zum Angeben ist. Was für eine Box, richtig dick. Und hier, Hasselblad, okay. Wow, die Packung hat mitgerübst. Man muss nachhelfen. Und selbst dann klappt's nicht. Oh, wer hätte das gedacht? Natürlich ist im Hintergrund wieder das zu sehen, was Hasselblad ausmacht. Und zwar ein Foto von der Mondlandung. Ach, ich weiß auch nicht. Natürlich ist sowas ikonisch und bliblablub. Aber wenn man sowas sieht, dann erinnert mich das irgendwie immer an so eine Chartshow auf Vox oder Kabel 1. Die Top 20 Pop-Songs. Und es sind halt immer die gleichen 20, die da durchgekaut werden von Queen, Beatles und what the fuck auch immer. Versucht sowas mal irgendwie bei TikTok und Co. zu spielen. Kein Schwanz erinnert sich mehr an diese Dinger. Natürlich, ich weiß, Ursprünge von Musiken wie Babo. Das ist doch... Oh Gott, das ist egal. Als ob nicht auch Künstler heute was Geiles reißen könnten. OnePlus co-developed by Hasselblad. Batsch! Hasselblad. Und dann? OnePlus 9 Series. Gibt's noch eine Schublade? Oh, ganz raus. Okay. Das riecht irgendwie merkwürdig. Oder bin ich das? Was ist das Ding? OnePlus Warp Charge 50 Wireless Charger. Maximal 50 Watt kabellos laden. Das ist natürlich geil. Hüllen. Die letzten Hüllen von OnePlus sehen irgendwie alle kacke aus. Also, das ist das Bild in Gänze. Und da haben wir auch die erste Hasselblad ever auf einem Mond. Dieser Kult. Okay, kümmern wir uns um die Details. Charger. Jetzt. Immerhin mit USB-C-Anschluss und Kühlung. Nice. Hülle 1, Sandstone Bumper Case. Good old feelings vom ursprünglichen, vom allerersten OnePlus Modell. ASMR für die Finger. Geil, okay. Oh ja, es fühlt sich genauso an wie die Mittelkonsole bei einem eigentlich viel zu teuren Audi. Ja, dann gucken wir mal in das normale zuerst rein. Krabschal. What is that? P1D50T PCD18 bis 2214 bis 23. Welcome. Never settle. Simpin. Kleine Broschüre. Quick Start Guide. Das ist ein Telefon. Und so macht man es an. Das Telefon in Wintermist. Noch so ein schönes wabbeliges Gummi, also Silikon Case. Ein Schnelllader. 65 Watt. Und natürlich mit dem obligatorischen roten Kabel. Nice. Oh, das ist ja mal eine weirde Farbe, aber eine schöne Farbe. Also eine Art Chrom zu Farbeverlauf. Kümmern wir uns um das Pro. Poolen. Ach, Flowtime. Nee, warte. Bla, same. Morning Mist. Morgenmist. Da kann ich ja noch besser relaten. Zum Morgenmist gibt es auch noch eine andere Hülle, zwar auch in Silikon bzw. Gummi, aber in einer fast dazu passenden Farbe. Und auch obligatorisch 65 Watt Schnelllader mit obligatorisch rotem Kabel. Nice. Oh, nice Verlauf von Reflexion zu Farbe. Wobei, ich würde ganz spontan an dieser Stelle zum Wintermist greifen, weil das noch ein bisschen mehr Charakter hat. Ihr bekommt übrigens beim normalen 9er ein 6,55 Zoll 120 Hertz AMOLED-Display mit Snappy 888 bis zu 12 GB Arbeitsspeicher und bis zu 256 GB UFS 3.1 Speicher. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 und 4.500 mAh Akku. Neben der Monochromkamera jeweils knipsen die Hauptkameras bei 48 bzw. 50 Megapixeln hinten und 16 Megapixeln vorn. Und beim 9 Pro ist es fast das gleiche, nur
hat das Display 6,7 Zoll und variable Framerate und neben einer zusätzlichen Telelinse eine entscheidende Kameralinse mehr. Die 48 Megapixel Hauptkamera mit dem neuen IMX789 Sensor von Sony, der von OnePlus Co. entwickelt und von Hasselblad getuned sein soll. Wow, drei Köche in einer Suppe. Worüber soll man eigentlich schon wieder reden? Es sind halt mal wieder Smartphones. Wir könnten zugucken, wie die beiden nun ein glatter Oberflächenwettrennen auf meiner Tischplatte veranstalten. Welches Telefon zuerst wohl runterrutschen mag? Oh, ich glaube das Pro. Das scheint noch ein bisschen glitschiger auf dieser Oberfläche zu rutschen als das normale. Ich meine, versteht mich nicht falsch. Es sind trotzdem Wunderwerke der Technik, aber jeder Hersteller benutzt halt mit jedem neuen Modell einfach nur neue Werbewörter, damit das Ganze irgendwie wieder interessant klingt. Aber die wirklich interessanten Dinge, die finden wir, wenn dann nur in den Details und sind dann so offensichtlich unoffensichtlich, dass man darüber geredet haben bzw. das Ganze gezeigt und ausprobiert haben muss, damit man das auch versteht, weil keine Werbung das vernünftig aufzeigen kann oder nicht mehr aufzeigen kann, weil es einfach nicht mehr so plakativ ist, dass man es so deutlich oder einfach zeigen könnte. Naja, das heißt für mich, daheim kann man zwar kreativ masturbieren, aber nicht so gut fotografieren. Deswegen nehme ich jetzt all meine drei langen Dinger in die Hand und ziehe ein bisschen um die Häuser. Also, komm mit. Fast Ende März und minus 1 Grad, da macht das Ganze ja doppelt so Spaß. Nicht. Vor allen Dingen dieses Gefühl, wenn die Hände so kalt sind, dass man sie nicht mehr bewegen kann und alles, was man anfasst, dann nur noch schmerzt, was bei vielen Telefonen und Kameras natürlich doppelt so geil ist. Egal. Zumindest habe ich jetzt mein Elements-Täschchen von Compagnon vollgestopft mit tollen Sachen, die zumindest mein Leben schöner machen. Ich habe mir meine echte Hasselblad besorgt. Ein aktuelles Modell von denen, und zwar die 907X mit 50C Frontmodul, um XCD-Optiken fassen zu können. Fancy. Die Hasselblad-Hauptkamera in den neuen OnePlus-Modellen hat ja auch jeweils etwa 50 Megapixel. Es sind zwar zwei unterschiedliche Sensoren für die jeweilige Hasselblad-Hauptkamera, die da verbaut sein soll, aber hier sind es auch 50 Megapixel. Aber hier haben wir einen Mittelformatsensor und hier ist es ein, naja, vielleicht fingernagelgroßer Sensor. Hier mit einer Blende 1,8 Kleinbild, äquivalent etwa 23 mm Brennweite. Und hier im Vergleich, was am ehesten in die Nähe kommt, umgerechnet auf zu Kleinbild, habe ich hier 21 mm in der Blende 4. Also ist jetzt die Aufgabe, die ich habe, mit dem Telefon das vielleicht so gut wie möglich zusammen zu matchen und mal zu schauen, ob wirklich ganz viel Hasselblad drinsteckt und ob das nicht vielleicht doch eher mehr Hasselblad ist als das. Und ihr wisst schon, was ich meine. So, und noch eine kleine Überraschung. Ich bin heute voll mit der Überraschung. Es gibt auch was Neues von Huawei, das Mate X2. Warum das cool ist? Man macht es auf und es ist schräg. Hier vorne ist ein ganz dünner Lappen, der nur das Display besteht. Und beim Zuklappen sieht aus wie ein richtiges Telefon. Und hinten das, was dann für den Rest des Displays noch da ist, beim Aufklappen nur unwesentlich dicker macht. Und geil überlegt. Geiler als das Galaxy Fold 2. Nur sind gerade immer noch gefickt von all dem, was das softwaretechnisch nicht mehr erlaubt. Also, lass uns mal ein paar Bilder angucken. Also, große Zeit für Germany's Next Topmodel-like-Shootings hatte ich jetzt nicht, aber die folgenden Motive zeigen gut, was geht. Angefangen mit einer ganz klassischen Waldaufnahme in den Morgenstunden. Direkt aus der Kamera sehen alle RAWs oder DNGs erstmal weird aus. Kurz mal geretouched, soweit es geht und soweit ich kann, und ab in die Details. Beide OnePlus 9 zeigen instant, dass sie vor allem im Vergleich zur echten Hasselblad eine eigentlich schon professionelle Farbreproduktion haben. Der neue Sensor hat zwar den organischeren Look, aber die unterschiedlichen Treffunsicherheiten der Schärfe irritieren mich. Dennoch, vor allem im direkten Vergleich zur Hasselblad-Aufnahme ist es krass, wie dicht das Pro schon rankommt. Das Mate X2 schießt auf den ersten Blick zum Verwechseln ähnliche Fotos, aber beim genauen Hinschauen sehen wir, trotz voll manuellen RAW-Einstellungen, haufenweise Artefakte von künstlichen Interpretationen des Stoffs beispielsweise. Richtig unnötig und hässlich. Das 12 Pro Max ist eigentlich fast schon ein Außenseiter. Es zeigt deutlich, dass dem Sensor trotz RAW schnell die Puste ausgeht. Im Vergleich hat das Foto einen enorm künstlichen Look ohne echte Details, weil hier scheinbar viel hinzuinterpretiert werden musste. Es gibt extra den Hasselblad Pro Modus. Da hat man jetzt alle Möglichkeiten, an den Bildparametern rumzuschrauben, hat ein kleines Histogramm, jeder noch die Möglichkeiten RAW, dann das Focus Peaking an- bzw. auszuschalten. Das ist manchmal ganz hilfreich, wenn man sehen will, ob irgendwas wirklich scharf ist. Na, und dann wird abgedrückt. Oh. Ah, wie bei einer echten Hasselblad. Dann hätten wir hier noch ein Motiv, das viel Dynamikumfang abverlangt. Also zwischen den beiden OnePlus-Modellen gibt es keinen wirklichen Unterschied auszumachen. Beide zeigen ein fast identisches Bild mit den gleichen Problemen. Der Dynamikumfang scheint relativ schmal. Denn im Vergleich zur Hasselblad und im Vergleich zu einem anderen Telefon schaffen es die OnePlus-Telefone nicht, wenigstens ein bisschen Struktur in den Wolken einzufangen. Es wird nur noch eine weiße Fläche. Dennoch, Schärfe und Farbreproduktion sind neben all den anderen am besten. Da Huawei zu random Farbstichen in Bildteilen tendiert, wie zum Beispiel mein Hahn hinten ist so lila, und das iPhone auch hier eine weirde, glossy Matschepampe liefert.
Im Dunkeln lässt sich gut munkeln. Also der Tag ist nun fast vorbei und wir wollen natürlich mit den beiden OnePlusen nochmal in die Dunkelheit eintauchen und gucken, wie das so funktioniert. Ich meine, es wird ja auch so mit Dual-ISO, Dual-Nativ-ISO, Nativ-Dual-ISO geworben. Vielleicht taugt das ja was gerade im Vergleich zu den anderen Kameras. Also, let's go. Okay, im Dunkeln sehen alle Aufnahmen nochmal anders aus. Also auf den ersten Blick könnte man denken, ach, alles same, same. Aber in den Details steckt da bekanntlich der Hurensohn. Zwischen den beiden OnePlus-Modellen wieder das gleiche wie beim ersten. Das Pro ist detailtreuer und farbechter, hier aber im Sinne von atmosphärischer. Sonst same. Im direkten Vergleich zur Hasselblad ist es aber schon krass zu sehen, wie ähnlich die Fotos des Pro-Modells sind. Ich meine, im Dunkeln, holy fuck! Aus der Hand, wie krass bitte. Das Mate X2 versucht noch mitzukommen, wird aber leider sehr grob in der Darstellung und die Farben waren nur schwer wieder hinzubekommen. Was hat Huawei immer mit den Farben? Und das iPhone, naja, das sieht aus wie ein Ölgemälde. Alles sind zu interpretiertes Zeug, das ist was, ja, naja. Okay, das war's im Grunde, also zurück ins Warme. Tja, und was lernen wir daraus? Die neuen OnePlus-Smartphones sind halt einfach nur wieder neue Smartphones mit Fokus auf Kamera, die in so mancher Hinsicht deutlich besser als andere aktuelle Flaggschiffe für sogar über 1000 Euro sind, aber eben auch nicht alles in Perfektion beherrschen. Trotz Hasselblatt-Aufkleber, was als Penisprothesen-Statement eigentlich alles wegficken müsste, tut's aber nicht. Für bis zu 900 Euro also ein weiteres, hübsch anzusehendes Smartphone auf dieser Welt. Mhm. Jetzt eine Pizza, richtig geil.